Hallo, wir begrüßen Sie nun herzlich zur zweiten Einheit im EBMOOC und damit zum Thema digitale Tools für die tägliche Arbeit rund um ein Bildungsangebot. Was meinen wir eigentlich mit diesen digitalen Tools? Ja, wir meinen damit Anwendungen, die über Laptop, Tablet, PC oder Smartphone bei der Ausübung bestimmter Arbeiten unterstützen und die uns helfen sollen, diese Arbeiten oder Aufgaben leichter und besser und schneller zu bewältigen. Gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen diesen Tools, Wilfried? Wir unterscheiden hier im Wesentlichen zwischen webbasierten Tools, die brauchen für die Benutzung eine aufrechte Internetverbindung. Dafür sind sie auch von verschiedenen Geräten unabhängig einsetzbar. Andere Anwendungen wiederum kann man auch offline nutzen. Sie benötigen also keine Internetverbindung. In dem Fall sind diese Anwendungen dann auch zunächst nur mal auf einem Gerät verfügbar, wobei man häufig auch verschiedene Geräte miteinander verknüpfen kann für die weitere Verwendung. Birgit, erzähl mal kurz, was wir uns eigentlich überlegt haben bei der Auswahl dieser Tools, wie wir zu diesen Tools gekommen sind. Also uns war auf jeden Fall mal wichtig, dass es sich um ein Gratis-Tool, um Freeware handelt oder zumindest ein Tool, das in einer reduzierten Gratis-Version nutzbar ist. Wichtig ist uns auch, dass es wirklich die erwachsenengerechte Bildungsarbeit unterstützt und natürlich, dass es ein Tool ist, das einfach und praktisch und easy to use ist. Und das auch eingeführt und erprobt ist. Nicht nur von uns erprobt, sondern schon auf einer breiteren Basis eingeführt. Wir haben uns da ein bisschen auch leiten lassen von Kriterien, die wir natürlich finden. Zum Beispiel gibt es da eine sehr gute Checkliste von Hedwig Seipel, die sie für das WB-Web verfasst hat und die wir dieser Einheit auch als Material beigefügt haben. Die ausgewählten Tools, die gehen wir jetzt dann in mehreren Videos mit Ihnen gemeinsam durch. Verwenden Sie gerne die beigefügte Anleitung zum Ausprobieren, um sich diese Tools auch anzueignen. Ja? Die dort vorgeschlagenen Aufgaben werden Ihnen sicher helfen, das Quiz am Ende des Moduls souverän zu lösen. Unser Ausgangspunkt ist dabei der typische Ablauf rund um ein Bildungsangebot. Das beginnt schon mit der Terminvereinbarung und dem Erheben von Lernbedürfnissen im Vorfeld. Dann geht es weiter mit dem Strukturieren und Veranschaulichen von Themen und dem gemeinsamen Erarbeiten von Inhalten, bis hin zum Dokumentieren der Ergebnisse und schließlich zum Evaluieren der gesamten Veranstaltung. Nach diesen Aufgaben haben wir dann auch die Tools ausgesucht. Zum Beispiel stellen wir Ihnen vor, Doodle als einen verlässlichen Terminplaner. Oder Padlet als digitale Pinnwand. XMind dient dem Strukturieren von Themen. Und WorditOut dem Veranschaulichen von Inhalten. Weiters stellen wir Ihnen EduPad vor, für das gemeinsame Verfassen von Texten. Sehr praktisch auch OfficeLens, ein Tool zum Dokumentieren von Ergebnissen einer Veranstaltung mit dem Smartphone. Und Poll Everywhere, ein Tool, mit dem man Umfragen mit integrierter Auswertung durchführen kann. Also dann, das sind die Tools. Viel Vergnügen beim Kennenlernen und Ausprobieren. Wir haben Ihnen einen praktischen Werkzeugkoffer zusammengestellt hier im Modul 2 des EBMOOC. Viel Vergnügen.